Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal. Mach mal geschwind. So. Ich habe auf einem alten Klavierstuhl und der lässt sich zum Höher verstellen. Deswegen, ja. Diesmal geht es in diesem Video um Hardware, die man sich mit der Zeit so. So, die ich mal mit der Zeit im Keller gefunden habe und auch selber sammle zum Teil. Oh mein Gott, was für eine Sammlung. Ich weiß, oh Gott, das sammelt aber auch echt alles, dieses Schwein. Nee, es geht um verschiedene Hardware-Teile und die möchte ich jetzt einfach mal vorstellen. Hier seht ihr schon meine beiden iMacs, die ich hier stehen habe. Hier hinten. Hier steht nochmal einer. Der funktioniert nicht so richtig. Das ärgert mich ein bisschen, aber kriegen wir bestimmt hin. Ja. Jetzt seht ihr gleich mal meine gute alte Tastatur. Genauer gesagt eine KWD 205. Eine Microsoft Tastatur. Oder besser gesagt eine Windows. Aus dem Jahr 1995 bis 98 produziert. Eigentlich ein ganz cooler Sound, aber ich persönlich bin es nicht gewöhnt. Bin eher meine Apple Magic Keyboard Sound Tastatur gewöhnt. Das macht halt nicht so, wie ihr jetzt gerade hört, oder halt. Sondern es ist halt eher leiser. Denn sonst machen die so klack, klack, klack. Ja. Und unter anderem war das hier früher mal meine alte Maus. Auch ein Apple. Bei meinem iMac G4. Ich hatte schon mehrere iMacs. Unter anderem sind die beiden Modelle hier alle vom Spammel. Und der hier unter anderem auch. Der hier ist ein großer von 2009. Den hatte ich im anderen Video schon vorgestellt. Ja, wie kann man sowas auf der Straße vom Spammel finden? Ganz einfach, ich hatte Glück. Bei uns findet man öfters, wie zum Beispiel noch einen tollen iMac 500. Oder Teile wie diese alte Maus hier. Von Commodore, das ist natürlich aus dem Spiegel verkehrt, aber ist gar nicht so schlimm. Made in Malaysia, A00912337. Und die hat noch einen ganz alten Stecker, nämlich keinen PS2 oder USB-Anschluss, sondern glaube noch einen 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Die hat noch einen ganz alten 9-poligen Anschluss, wie es früher gab. Und das fand ich eigentlich ganz toll, deswegen habe ich sie aber auch mitgenommen. Und die passt wunderbar in meine IT-Sammlung. Hier in dieser Schublade. Da seht ihr hier verschiedene Ladegeräte. Mäuse unter anderem auch hier. Oder ganz viel IT-Zubehör. Und hier noch weitere Tastaturen. Ne? Deswegen gibt es noch viel weiteres Zubehör, wo ich besitze. Und deswegen wollte ich jetzt aber mal ein Video vorstellen. So, das unter anderem habe ich hier ein Kartenlesegerät. Einfach hier ein USB Card Reader. Modell UCR 61, made in China. Müsste so aus der Anfangszeit stammen, so 2001, 2003. Ne? Dann habe ich hier ein Windows Handbuch. Windows XP Professional, Version 2002. Da habe ich hier noch irgendwas Windows dazu. Ja, hier. Habe ich auch beschriftet, da CD leider keine Beschriftung hat, oder? Hä? Hier steht hier hinten drauf bei der Lizenzbeschreibung Windows 2000 Professional. Naja. Wir haben auch noch ein 2000. Also Windows 2000. Apropos, ach hier. Hier. Das ist vielleicht gut. So. Wir haben unter anderem auch noch ein Windows 2000 mit Lizenzauskleber. Microsoft WorkSuite 2000 Certificate of Authenticity. Na, Copyright 1998 by Microsoft Corporation, all rights reserved. Also alle Rechte vorbehalten. Und wie gesagt,
Unter anderem habe ich hier noch von Computerbild, von der Zeitschrift, eine Computer-CD. Finde ich ganz klasse. Autobahnraser 4 mit Carcassonne, Carcassonne, nicht Carcassonne, Carcassonne, der Schatz des Pharaos XS, Highway Pursuit, Revenge, Waldmeister zu Hause, Winter Edition, Gratis-Version, Probierversion, Demo, also Demo, also Demo, was heißt denn das nochmal? Egal. Demonstration. Biathlon 2004 und Skispring 2003 und 2004. Und nur für Spiele auf CD-ROM-Laufwerke. Für mein iMac hier ist das nicht geeignet. So. Dann haben wir hier noch verschiedene Disketten. Ja, hier zum Beispiel. Warte ich mal geschwind. Ja. Hier haben wir noch verschiedene. Verschiedene Lizenzverträge zur Logitech Mouseware, Work, Play, Communicate. Hier sehen wir verschiedene Informationen. Die verschiedenen Mäuse sind hier abgebildet. Unter anderem habe ich auch die Wheel Mouse Optical und das Deluxe. Meine Stimme ist noch nicht so ganz gut, die Sprache auch nicht. Das Deluxe Access Keyboard von Logitech selbstverständlich. Dann habe ich noch die Pilot Maus und die Pilot Wheel Maus. Die habe ich aber alle im Keller liegen. Dann habe ich noch eine Webcam, die Z500. Quatsch, das sind Lautsprecherboxen. Da, die habe ich unter anderem auch. Dann habe ich noch die Webcam QuickCam Pro 3000 und die CLIQSMART 510. Ja. Das packen wir alles mal wieder runter. Das packen wir alles wieder ein. Unter anderem befindet sich hier auch noch die Anleitung zur Maus. Finde ich auch ganz niedlich. Ja, jetzt kommen wir zu den Disketten. Hier, Logitech Mouseware Multilingual Version 8.2, Disk 2. Noch eine Original-Zune-Diskette, ungebraucht. Hier ist die Disk 8.1, 8.2, also Diskette 1 von 2. Corporate 1997 Logitech All Rights Reserved. Dann haben wir hier noch eine Diskette. Microsoft Windows 95. Alles gerade irgendwie spiegelverkehrt. Na, vielleicht kommt es davon, weil ich das Handy nicht auf der Seite stehen habe, sondern auf der hier. Naja, egal. Das packen wir alles mal wieder so ein, wie es war. Halt mal, ist das. Ach so. Hier ist noch was drin, aber das ist nur ein kleiner Minicomputer, den ich habe. Ein Pocket-Minicomputer. Dann zeige ich euch im anderen Video. Kommen noch ganz viel IT-Society-Videos und so. Da könnt ihr euch schon mal drauf was machen. Da sind noch einiges an IT-Krimskrams und Anleitungen kommen. Das bespreche ich euch schon mal. Ja. Unter anderem habe ich hier noch eine CD Windows 98. Wenn sie jemand braucht, müsst ihr einfach mal fragen. Könnt mich auch gerne privat anschreiben. Oder vielleicht gebe ich euch mal die E-Mail-Adresse raus. Ich bin auf dem Account meiner Mutter angemeldet. Deswegen habe ich keine eigene. Huch! Ja. Hier haben wir noch ein gutes altes Floppy-Laufwerk aus meinem Windows 98 PC. Den habe ich damals ausgeschlachtet, da nicht mehr richtig funktioniert hat. Guckt. Von Amiga A100, Amiga Deluxe Paint, nee, Amiga Paint, so ein Farbprogramm. Wenn man das reinschiebt, dann macht es Plop oder Flop, deswegen auch Floppy-Laufwerk. Wenn du es hier drauf drückst, dann macht es Flop, deswegen auch Floppy-Effekt, also Floppy-Laufwerk. Ach, und wenn wir schon bei der Diskette sind, ich habe hier noch und da drin auch nochmal Mouseware. Und eine Diskette? Okay. Die ist aber nicht von mir. Ich besitze solche Disketten nicht. Ja. Den muss ich auf jeden Fall schnell machen. Das ist auch ein Maus, aber in CC-Version. Dann haben wir hier noch verschiedene Platten. Wartet mal. Ich mache es hier kurz im Break und mache Teil 2. Da kommt auch noch. 21, 25 reicht noch gut. Ja, bis gleich.